Seid ihr bereit? Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und hallo hier von der Neuheitenschau auf der Spiel 2024. Bei mir Johannes von Board Game Circus. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, ein bisschen Besonderheit. Ihr seid dieses Jahr selber gar nicht mit einem Stand auf der Spiel vertreten, sondern nur hier auf der Neuheitenschau. Man bekommt aber dennoch eure Spiele auch hier auf der Spiel. Wie kam es dazu? Was liegt hinter dieser Entscheidung? Ja, klär uns doch mal kurz auf. Genau, ich glaube, bei Board Game Circus heißt es immer, dass wir auch mal Sachen ausprobieren. Das heißt, wir hatten jetzt schon mit Skellig Games einen richtig großen Stand, wir hatten mal selber alleine einen ganz kleinen Stand und jetzt haben wir gedacht, machen wir es mal ganz anders. Das ist natürlich auch, also ich bin jetzt ja erst seit einem Jahr bei uns im Team, das heißt, ich habe die Spiel auch noch nicht aus der Perspektive eines Verlags erlebt, aber gerade die anderen aus unserem Team kennen ja in den letzten Jahren immer am Stand sein und jetzt haben wir uns gedacht, einfach mal, wir stromern mal selber durch die Gänge und versuchen einfach mal nochmal wieder dieses Gefühl, die Spielerinnen und Spieler haben auf der Messe so mit einzufangen. Und das ist, glaube ich, einfach mal schön zu gucken, wie werden die nächsten Tage sein. Das heißt, selber einfach als Messebesucher, was man sonst ja gar nicht die Gelegenheit dazu hat, wenn man einen Standdienst verrichten darf. Genau, also natürlich haben wir auch ein paar Termine und wir werden natürlich auch gucken, okay, was gibt es vielleicht für Neuheiten, die bis jetzt nur, die's nur in anderen Sprachen gibt, die wir vielleicht irgendwie lokalisieren könnten, aber vor allem einfach so ein bisschen, ja, ein anderes Feeling haben, vielleicht auch mit Leuten ins Gespräch kommen, wie jetzt ja auch mit euch zum Beispiel, genau. Ja, jetzt habt ihr ja doch einige Spiele, die jetzt zur Spiel oder gerade vor kurzem frisch in den Handel gekommen sind. Unter anderem auch mein persönliches Messe-Highlight oder Spiel, was ich auf die 1 gesetzt habe. Das möchte ich unbedingt haben. Endeavor, die Tiefsee steht hinter uns. Genau. Stell doch mal ganz kurz das Spiel vor und inwieweit unterscheidet es sich von Endeavor Segelschiff-Ära? Da muss ich jetzt erstmal sagen, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Da haben wir was gemeinsam. Ah, sehr gut. Aber deswegen kann ich es schwer vergleichen. Endeavor ist ein komplexes Strategiespiel, aber immer noch im Kennerbereich. Also das sieht am Anfang, finde ich, nach relativ viel aus, aber es ist sehr eingängig. Also man hat eine Crew mit einem U-Boot und im Laufe der Partie kriegst du immer mehr neue Crewmitglieder und diese Crewmitglieder sind quasi Aktionsorte, wie bei einem Worker Placement oder Action Selection Spiel. Und im Laufe der Partie kriegst du davon immer mehr, immer bessere und man erkundet den Ozean, man kann Umweltschutz betreiben, man kann, Publikationen veröffentlichen. Im Endeffekt geht es im kompetitiven Spiel darum, die meisten Punkte zu bekommen. Das ist aber auch kooperativ und solo spielbar und das Besondere ist, dass es szenariobasiert. Das heißt, da sind ganz viele unterschiedliche Szenarien drin, die haben unterschiedlichen Aufbau, die haben unterschiedliche Ziele, das heißt, jede Partie spielt sich ganz anders. Das heißt, die Varianz ist einfach unglaublich hoch damit, durch die Szenarien und auch durch die verschiedenen Modi. Jetzt kommt es ja doch selten vor, dass sich ein Spiel in der Komplexitätsklasse sowohl kooperativ als auch kompetitiv spielen lässt. Hast du es schon ausprobiert? Ich habe es bis jetzt tatsächlich nur kompetitiv gespielt, okay. Aber ich bin super Fan von Solo- und Koop-Modi, deswegen ich bin richtig heiß drauf, das auf jeden Fall auszuprobieren. Na, dann haben wir da eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich Solo gerne spielen und da habt ihr direkt zwei Spiele mit dabei. Eins habe ich schon auch bei uns auf dem Kanal vorstellen können, der kleine Einsiedler Krebs Hermit, der versucht wieder auf die große neue Welle aufzuspringen. Genau. Sag mal zwei, drei Sätze zum Spiel für alle, die es noch nicht kennen. Genau, also sowohl Herbstein als auch Hermit sind Solo-Puzzle-Spiele. Hermit kann man auch kooperativ spielen, wenn jede Person ein Exemplar hat. Es geht im Endeffekt darum, dass der kleine Einsiedlerkrebs ins Meer möchte und das macht man, indem man, also wir haben eine Strandauslage, da sind immer drei Muscheln oder Seesterne abgebildet in einer bestimmten Kombination und die puzzeln wir halt in klassischer Manier Karten übereinander oder nebeneinander und dann, genau, ich würde sagen, es ist ein fluffiges Spiel, mit den Herausforderungen wird es noch ein bisschen knackiger. Ja, nicht zu unterschätzen und wem es zu leicht ist, der macht es sich schwerer. Genau, richtig. Ja, und Herbsthain ist ja jetzt das dritte Spiel aus der Hain-Serie, wo auch Hermit hätte eigentlich ohne Probleme unterkommen können. Das stimmt. Aber irgendwie mehr Hain hätte komisch geklungen, glaube ich. Das stimmt. Auch wenn so ein bisschen korallenmäßig hätte es auch. Ja, vielleicht ist super. Ja, warum nicht? Herbsthain, das dritte Spiel aus der Serie, auch wieder von Mark Tuck. Genau. Wie unterscheidet es sich von den Vorgängern Obsthain und Zitrushain? Genau, also das Grundprinzip bleibt natürlich erhalten. Wir haben weiter 9 Karten, die wir übereinander stapeln. Das Besondere ist, wir haben jetzt in diesem Spiel das erste Mal geteilte Orte. Das heißt, es bringt ein bisschen mehr Flexibilität, wann ich welche Würfel platziere.
Und statt so im ersten Teil in Obsthain gab es ja diese verfaulten Früchtemarker, die Minuspunkte bringen. Und im Zitrushain hatten wir das Eichhörnchen. Hier haben wir jetzt eine Maus, Waldemar die Maus. Ah. Und wir haben aber auch auf den Würfeln Negativseiten. Okay. Das heißt auch das, theoretisch haben wir viel mehr Flexibilität, aber auch die Gefahr von viel mehr Minuspunkten. Und natürlich sind auch die Rezepte wieder dabei, um noch ein bisschen mehr Abwechslung zu bieten. Ah, die gefallen mir auch persönlich besonders gut. was habt ihr denn sonst noch? Ich sehe da ein Garage stehen, also ein, um es komplett zu sagen, Grease Monkey Garage. Ist auch jetzt, glaube ich, im Sommer neu rausgekommen. Genau, das ist zusammen mit Lost Lights und Shake That City erschienen. Das ist ein Familienspiel, wo man alte Oldtimer repariert. Also es ist wirklich ganz zugänglich. Es ist vor allem, glaube ich, super schönes Material. Auch Leute, die das Thema atmen, also einfach diese Oldtimer reparieren. Ein bisschen dieser Garagengeruch kann man, glaube ich, auch verinnerlichen ganz gut. Ja, sehr schön. Das war's dann an den Neuheiten. Oder haben wir was vergessen? Wir haben noch eine Neuheit. Das There's ist nämlich, one more thing, ja. Genau, wir haben Kintsugi. Ah. Das machen wir zusammen mit dem niederländischen Verlag Game in Biz. Das heißt das, auch, das steht jetzt schon fast außerhalb. Da muss man aufpassen, ja? Genau, richtig. Das basiert auf der japanischen Kunst namens Kintsugi, wo zerbrochenes Porzellan mit Gold wieder zusammengefügt wird und dadurch ganz eigene Kunstwerke entstehen. Das Spiel ist mechanisch ein zugängliches Drafting- und Set-Collection-Spiel. Sorry, natürlich. Das ist ein zugängliches Drafting- und Familien-Set-Collection-Spiel. Man hat nur auf eine Auslage, draftet einmal im Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Mhm. Und je nachdem, was noch in der Auslage liegt, geht Porzellan zu Bruch. Was man dann wieder reparieren möchte, spielt sich in 15 Minuten für 2 bis 4 Personen. Also ein Spiel für die ganze Familie. Mit einem schönen Thema. Ja, sehr schön. Ja, definitiv ungewohnt auch von der Optik. Und natürlich schön hier angerichtet mit japanischem anmutendem Teeservice. Was wäre denn so dein persönlicher Favorit dieses Jahr aus eurem Sortiment, wo du sagst, da brenne ich dafür oder das liebe ich zu spielen? Aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch raus. Ich muss sagen, ich bin halt sehr großer Fan von Solospielen und Herbsthain. Natürlich konnte ich es jetzt endlich auch physisch spielen, aber ich habe es auch schon sehr häufig auf BGA gespielt und das ist schon einfach sehr, sehr gut. Also alle Fans von Obsthain, Citrushain, glaube ich, würdest du auch sagen, sind glücklich, oder? Ja, also definitiv, ja. Also ich werde es mir anschauen, so schnell wie möglich. Was erhoffst du dir dieses Jahr von der Spiel, so als quasi Fachbesucher? Das ist super spannend. Also ich erlebe ja die Messe das erste Mal aus dieser Perspektive. Ich bin einfach gespannt, was für Spiele entdecken. Und ich muss halt, also ich merke halt, seit ich jetzt bei Boardgame Circus arbeite, ich spiele privat weniger. Leider ist es so, glaube ich, bei fast allen. Okay. Und deswegen bin ich jetzt nochmal gespannt, einfach nochmal viele neue Spiele zu entdecken, weil ich merke, ich bin nicht mehr auf dem Stand, in dem ich mal war. Okay, dann vielen lieben Dank für die Kurzvorstellung der Neuheiten. Viel Spaß auf der Messe und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ja, vielen Dank und viel Spaß euch noch auf der Messe. Tschüss. Ciao.